Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch die aktuelle Just Kick It mit der MPB-Limi und zwei Boostern drin. Kostet 3,90 Euro. Ja. Und erst kommt mal das Intro. So, dann schauen wir mal rein. Ist ja jetzt neu erschienen, die Just Kick It. So. Zack. Einmal, zweimal und Müll. Einmal zur Seite hier. So, die Limi kann man ja ruhig zeigen schon. Hier ist die Limi. So, die zwei Booster machen wir am Schluss auf. Wir schauen erstmal hier in das Heft hinein. So. Besten so legen, dass wir es auch schön sehen können. So. Also, wir sehen hier mal, hier gibt es so ein Teileposter vom Manuel Neuer, glaube ich. XXL Sammelposter, aber dann hier haben wir noch sechs Poster, also kleinere. Dann hier natürlich die Limi und 12 Originalcards. Hier mal Manuel Neuer drauf. Hier ist Buffon, Cristiano Ronaldo und Messi. So, gehen wir mal weiter. So, hier haben wir die Champions League Giganten. Legen los. Dann hier großer Starcheck, Nationalspieler Julian Brandt. Krasse CL-Rekorde. FIFA 19, das ist alles neu. Also hier unten. Dann kann man hier eine PlayStation gewinnen mit Lego Ninjago. Okay. So, hier ist das Gewinnspiel. Dann haben wir hier wieder Werbung für die 365 Adrenalinkarten. Dann hier Bayern ist heiß auf den CL-Triumph. Mal gespannt, wie weit die Bayern kommen. Dann haben wir hier auf ins Abenteuer Champions League. Dortmund, Schalke, Hoffenheim. Schalke selbstbewusste Rückkehr. Endlich dabei, die TSG. Dann hier Spanien, fantastische 3. Hier Toni Kroos, Sergio Ramos und hier Gareth Bale, der ja im Moment gut durchstartet, seitdem Ronaldo weg ist. Dann haben wir Messi muss es richten, okay. Dann mit Weltmeister Power zum Pokal. Dann hier bereit zum Titelangriff. Noch mehr europäische Spitzenklasse. Paris Saint-Germain mit zum Erfahrung zum Titel. Juventus Turin Großeinkauf für den Großangriff. Dann hier endlich siegen. Hier mit Dings. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Kevin De Bruyne, genau. Dann hier Liverpool. Aufgepasst auf die Reds. Und hier Manchester United mit Lukaku hier. So, dann haben wir hier brandneue Bestmarken. Hier hat der einen Waschbrettbauch hier. Meine Güte. Ich habe eher einen Waschbärbauch. Erfolgreiche Dauerbrenner hier. Casillas, Ronaldo, Xavi, Ryan Giggs und Raul hier. Okay. Bestes Baller-Trio. Lahms Null-Rekord. Okay. Dann kann man hier ein Abo abschließen für die Just Kick It. Dann kommen wir hier weiter. Julian Brandt, der flexible Flügelstürmer. Könnt ihr hier alles selbst durchlesen, wenn ihr euch die Zeitschrift holt.
Kniffelige Kicker-Knobelein. Also hier könnt ihr ein bisschen knobeln. Dann haben wir hier wieder eine Werbung für Jurassic World. Album und Sticker ab sofort im. Ah, das sind die Sticker, okay. So, dann kommen wir hier zu den Postern. Hier haben wir einen Teil von Manuel Neuer, aber ich glaube, hier ist ein Teil von Christoph Kramer, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier Griezmann, Harry Kane, die Hälfte. Hier haben wir Messi, hier haben wir Salah. Oh, hier ist was für Kolle. Schalke. Hier haben wir den Rest von Salah. Hier haben wir Messi. Dann haben wir hier Harry Kane, Antoine Griezmann die Hälfte, der Rest. Hier, ja, Kramer ist es. Wusste ich doch. Hier haben wir nochmal einen Teil. So, hier haben wir Fun and Action, also wieder Rätsel. Hier DuckTales. Montags bis Freitag, 17:30 Uhr auf Disney Channel. Dann hier mit Fantribüne Games. FIFA 19, krass Kultgame. FIFA 19. Am 28. September erscheint die neueste Ausgabe des beliebten Fußballgames FIFA. Natürlich mit etlichen neuen Features wie verraten dir, worauf du dich freuen kannst. Veränderte Ballannahme, spannende 50-50 Battles. Toll für Taktikfüchse. Timing beim Torschuss. Ich bin mal gespannt. Ich habe es ja schon angespielt hier mit Ben Masterful auf der Gamescom. Zocken als Beruf. Boomende E-Sport-Branche. Also dafür wäre ich nicht geeignet. Bin zwar auch nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Unsere 11, die besten Fußballsprüche. Okay. Eure 25 Lieblingsspieler. Oh, hier. Auf dem ersten Platz Thomas Müller. Zweiter Platz Neuer. Wo ist denn Ronaldo? Ist Platz 7. Alter. Messi auf Platz 5. Kimmich nur auf 10. Ach, je. So, dann haben wir hier Fantribüne, Leserseite. Eure Leserbriefe. Happy Birthday, Thomas Müller am 13. September. Draxler hat am 20. September. Okay. So, was haben wir hier auf der Seite? Schreib uns Panini Cup beim MTV Stuttgart. Die nächsten Spieltermine hier oben. Hier haben wir die Leser Top 11 des Monats. Ist da überhaupt ein Bayern-Spieler dabei? Ja, Robben. Kimmich. Okay. Das gefällt mir, dass Kimmich dabei ist. So, dann haben wir hier Trainerbank Wissen. Ein wahrer Geldregen. Kohle machen in der Königsklasse. Dann haben wir hier ein Comic. Dann haben wir hier Fantribüne Top-Tipps. Panini FIFA 35/5 2019. Yeah, meine Limited Edition Cards gibt es beim Starter Set. Ja, das Starter Set kommt, glaube ich, am Montag raus. Finde Fehler hier auf der Seite. Hier haben wir nochmal offizielle Sticker-Kollektion. Hier kommt der BVSD Sticker-König. Dann haben wir im nächsten Heft, also hier wird das nächste Heft ja, erscheint am 5. Oktober. Was haben wir denn da alles drin? Deine Extras. Es gibt Adrenalin XL Nachschub. Oh, das ist sehr schön. Was haben wir denn noch? Gewinne, tolle Preise, okay. Ja. So, jetzt spielen. Oder spiele jetzt Adrenalin, die App. Aber ich werde das nicht tun.
So, dann schauen wir jetzt noch in die zwei Booster hinein. Also hier Mbappé, den haben wir schon gesehen. Jetzt machen wir noch die zwei Booster auf. Schauen wir mal, wenn wir hier so drin haben. Ich habe immer noch keine Rare oder sowas. Ob hier jetzt eine Rare drin ist, glaube ich eher nicht. Aber ich habe bei Buddies United gesehen, wenn da eine Club Budget umgedreht ist und unten drunter die Karte auch umgedreht ist, dann ist eine Rare drin. So, hier haben wir Bernardo Silva. Dann haben wir hier Lisandro Magalan, Thomas Lemar von Atletico als Impact Signing. Dann haben wir hier Tobi Alderweireld als FIFA World Cup Heroes. Dann haben wir hier Sime. Ja, weiter kann ich nicht aussprechen, auch von Atletico. Und hier haben wir dann Gaston Pereiro. Ja. Und der zweite Booster aus dem Just Kick It Heft. Schauen wir mal, ob hier irgendwas Tolles drin ist. Also hier ist auch nichts. Ich hätte mich auch gewundert, wenn hier jetzt eine Rare oder irgendwas drin wäre. Das wäre ja der Hammer gewesen. So, hier haben wir einen German Star, Kevin Trapp. Machen wir die hin, hier unten. Dann haben wir hier Zielinski. Hier haben wir So Ares von Porto. Hier haben wir von Manchester City John Stones. Hier haben wir von Schalke Konoplyanka. Und von Dortmund Maximilian Philipp. Ja, das war die aktuelle Just Kick It. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Gebt einen Daumen nach oben. Und falls du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.